kommen jetzt zu unserem letzten Redner. Und das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Ja, ich begrüße den Bundestagsabgeordneten und hier auch den den regionalen Bundestagskandidaten Dietmar Friedhoff, ein politischer Kämpfer, auch von Beginn an, ist immer mit vorne dabei. Lieber Dietmar, bitteschön. Es wurden so viele tolle Sachen gesagt, dass ich sagen kann, ich schließe mich den Vorrednern an. Ich wünsche euch eine tolle Heimfahrt. Bleibt uns gut gewogen. So, an den Linken sehen wir eins, jawohl. Liebe Freunde, diese Impfstoffe haben Nebenwirkungen. Das zeigen die Leute, die nicht hier stehen, sondern da stehen und die Demokratie bekämpfen, liebe Freunde. Und hier sind sie, unsere Starfotografen. Kurzen Applaus für unsere linken Fotografen hier, die ständig unbescholtene Bürger fotografieren, weil sie Rechtsjäger sind. Die einzigen Rechten, die hier stehen, sind die hinter der Kamera. Das sind die Faschisten, die unser Land kaputt machen. Und alle Linken, diese Regenbogentypen, die Omas gegen rechts, die ihre Kinder opfern auf dem Altar der Gleichgültigkeit, sage ich hier, ihr kotzt mich an! Und liebe Freunde, wir geben gerade unsere Freiheit auf, unsere Grundrechte und unsere Demokratie ist in Gefahr. Gestern stehe ich mit einem Transparent auf der Straße, Spontandemo, AfD, da steht, unsere Grundrechte sind nicht verhandelbar. Da kommen Leute auf mich zu und sagen, schäm dich! Sag mal, wo leben wir denn hier? Dieses Land wird von Deutschen aufgegeben. Das ist die Tatsache. Und wir brauchen wieder eine Politik, die Deutschland liebt. Und die Parteien im Bundestag, die Linken, die Grünen, das sind Bundestags, das sind republikanische Abschaffer, die wollen Deutschland vernichten. Claudia Roth geht hinter einem Schild, der da steht, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Das sind die Menschen, die unsere Kinder opfern. Und ich sage, Schmutz mit Rot-Grün, geht weg, es reicht. Und dabei liegt es in unserer Hand. Es liegt doch in unserer Hand, das Richtige zu tun. Aber wo sind die Menschen denn? Alle regen sich auf, aber keiner kommt hier hin, weil die Presse es wieder geschafft hat, eine Partei, die bürgerliche ist, in die rechte Ecke zu drücken. Das ist das Einzige, was sie noch können. Was sie machen wollen, ist eine gleichgeschaltete Gesellschaft. Und da kommt Corona gerade richtig. Ich möchte euch was dazu erzählen. Und zwar, erinnert euch dran, das war 2008. Ein großer Wirtschaftscrash stand bevor. Wisst ihr noch? 2008. 2009, Lehman Brothers Pleite. Angela Merkel hatte Angst, dass die Bankomaten ausfallen, weil die Deutschen alles Geld zahlen wollten. Plötzlich kam was? Haben wir alle vergessen, die Schweinegrippe. Da haben sie schon angefangen durchzuimpfen. Da kam aber eins, dass die Deutschen gesagt haben, ich habe eigentlich keinen Bock. Dann haben sie 2013 einen Katastrophenplan aufgestellt, der sagt, wie funktioniert denn das im Krisenfall? Und das sieht aus wie ein Drehbuch. Und jetzt haben sie eins geschafft, so lange Maske tragen, so lange in die Ecke drücken, bis der Letzte sich impfen lässt. Das sind Zwangmaßnahmen. Zwangmaßnahmen an unseren Kindern. Und wir stehen für unsere Kinder. Wir lieben unsere Kinder, wir lieben unser Deutschland. Und deswegen, es reicht hier endgültig. Und guckt euch die politische Konkurrenz an. Deutschland geht langsam in den Mittelmaß. Guckt euch Scholz an. Ein großer Lügner, ich will ja gar nicht, was der alles verbrochen hat. Guckt euch Baerbock an, die kann nicht mal gerade sprechen. Guckt euch Laschet an, der die CDU auflöst. Die wollen Bundeskanzler werden. Dann unsere großen Gesundheitsexperten wie Lauterbach, Herr Drosten. Ist das das Deutschland, was wir lieben und kennen? Und diesen Menschen geben wir unsere Kinder in die Hand? Ich kann sagen, wir müssen uns alle schämen, dass das in diesem Land möglich ist. Genau wie Kinderarmut und alles. Aber eins müssen wir auch feststellen, Impfen ist immer eins, ein Million-Dollar-Baby. Noch nie war es so einfach, so viel Geld umzuverteilen. Und das mit Zwang und Druck. Und jetzt gibt es plötzlich die Delta-Variante, die ist interessant, ne? Am Anfang sagt, Jugendliche haben gar nichts, sie kriegen kein Corona, wenn ist das so ganz leicht. Und über Nacht gab es plötzlich eine Delta-Variante, die gerade Jugendliche betrifft. Ja, stell dir mal so ein Virus vor, der sagt, ich muss mutieren. Was kannst du denn machen? Ja, jetzt befall ich mal Jugendliche. Das ist doch Wahnsinn. Und diese Delta-Variante soll so ansteckend sein. Aber sag mir mal, was passiert denn gerade? Krankenhäuser sind eigentlich nicht überfüllt.
Es passiert gar nichts. Wir werden hier verarscht. Verarscht von Staats wegen. Und das muss aufhören, liebe Freunde. Aber was in diesem Staat regiert, und das ist viel schlimmer als Corona, das ist Angst. Diese Menschen wollen uns mit Angst krank machen. Klimaangst, Migrationsangst, Impfangst. Es sind nur noch an. Guckt euch die Menschen an, wenn sie über die Wochenmärkte gehen mit ihren Masken. So verhärmte Gesichter habe ich in diesem Land noch nicht gesehen. Es lacht keiner mehr, es ist keiner mehr glücklich. Und Angst macht krank. Und das wollen die. Die wollen uns krank machen. Die wollen uns mit Angst vor die Wand drücken. Freiheit, genau. Klimaangst. Und jetzt kommt eins. Und das ist alles ein Film. Neben Corona haben wir die nächste Flüchtlingswelle vor der Tür. Da spricht kaum einer drüber. Und es werden wieder 500.000 bis 1 Million Flüchtlinge kommen. Und das Einzige, was Lauterbach sagt, wo die IslamistInnen Kabul erobert haben, da sagt er, wir müssen nach Kabul, die sind nicht geimpft, die Taliban, die stecken sich an. Das ist doch irre, was hier läuft, liebe Freunde. Und gleichzeitig importieren wir Vergewaltigungen. Jeden Tag passieren in Deutschland an unseren Kindern 2 Massenvergewaltigungen pro Tag. Warum spricht da keiner drüber? In der Regel Afghanen und Syrer. Warum sprechen wir nicht drüber? So schützen wir nicht unsere Kinder. Wir müssen ehrlich sein, damit wir unsere Kinder schützen. Und das fängt in der Schule an. Was tut denn die Schule alles, um unsere Kinder zu schützen? Die Lehrer drangsalieren sie. Also was da abläuft, muss ich sagen, ist schon mit Spott nicht mehr zu beschreiben. Gucken wir uns die Fußball-WM an. Da steht Neuer mit einer Regenbogenbinde, kniet nieder und sagt gegen Rassismus. 2 Tage später sterben Deutsche in einem Terrorakt in einem Einkaufscenter. Da hätte ich mir mal gewünscht, dass deutsche Spieler niederknien für unsere Kinder und für unsere Menschen. Dafür kniet man in Deutschland nieder. Und dann hat es Orban gesagt, warum knien die Ungarn nicht nieder? Er hat gesagt, Ungarn knien nur aus 3 Gründen nieder. Vor Deutschland, vor Gott und wenn sie ihre Frau einen Heiratsantrag machen. Dann wäre er plötzlich ein Rassist und ein Antieuropäer. Nein, das sind Europäer, liebe Freunde. So, kommen wir zu dieser viel gesprochenen Corona-Notstandsregelung. Also Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Ich bitte euch alle jetzt genau zuzuhören. Dieses Gesetz wird immer wieder verlängert, richtig? Und zwar in einem nicht demokratischen Akt, weil das entscheidet die Kanzlerin an allen Parlamenten vorbei mit ihren Landesvätern. Wenn es diese Verlängerung nicht gäbe, dann dürften sie diesen Impfstoff nicht verimpfen, weil er hat nur eine Notzulassung. Und das Ding wird so lange verlängert, bis jeder von uns eine Nadel im Arm hat. Und deswegen sagen wir, stopp mit dem Notstand, stopp mit dem Impfdruck, stopp mit dem Maskenzwang. Wir kämpfen für die Freiheit. Und überlegt doch mal 3G. Es gibt jetzt viele Restaurants, da steht 2G. Das heißt, du musst geimpft sein oder genesen sein. Wenn du ein Gesunder bist, der keine Symptome hat und getestet bist, kommst du da nicht rein. Diesen Wahnsinn muss man sich doch mal vorstellen. Du bist gesund, du hast nichts, also musst du dich zukünftig impfen lassen, um noch einen Burger zu kriegen. So viel Essen ist gar nicht mehr Burger. Ich glaube, Burger King hat echt Probleme jetzt. Ja. Also wieder mal zu Hause kochen, gute deutsche Hausmannskost, ja, das ist wieder auch mal wieder Zeit. Und lasst uns von diesen Gastronomen nicht erpressen, liebe Freunde. Dann gehen wir nicht essen, dann kochen wir zu Hause, wir treffen uns zu Hause im Garten mit Freunden und grillen. Schluss mit lustig, liebe Freunde. Das sind keine Gastronomen, das sind Nazis. Und zum Abschluss möchte ich euch sagen, erstmal vielen, dass ihr alle hier seid. Weil wer hier steht, beweist Mut. Und wir brauchen diesen Mut für unsere Heimat. Wir brauchen Hoffnung, dass wir es schaffen. Und wir brauchen einen tiefen Glauben, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Und ich habe heute eins gelesen, in Deutschland ist alles möglich mit Hoffnung und mit Mut. Lasst uns zusammen diesen Mut bewahren. Lasst uns zusammenstehen, das Rückgrat unserer Heimat sein. Stehen wir auf, es reicht für Deutschland und für unsere Kinder, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank, lieber Dietmar. Jetzt kommen wir zum Abschluss unserer Veranstaltung. Da wollen wir die Nationalhymne singen. Deswegen bitte ich doch alle mal ein bisschen ranzukommen, dass wir ein kleines Gemeinschaftsgefühl auch an der Seite, kommt doch mal ruhig hier zu uns vorne ran, sodass wir doch hier nochmal zum Abschluss hier nochmal gemeinsam ein Zeichen setzen für Einigkeit
Recht und Freiheit. Jetzt müssen wir nur noch die MP3 in Gang bekommen und dann geht's los. An alle Teilnehmer, vielen Dank an die fantastischen Redner. Ich glaube, wir haben hier heute wirklich ein großartiges Zeichen gesetzt, ein großartiges Zeichen gegen eine drohende Impfpflicht bei unseren Kindern. Jetzt, bevor ich diese Versammlung beende, bitte ich doch mal diejenigen, die einen Luftballon haben, einmal zu klatschen. Da auf den Fenster gehen und vielleicht mal zu klatschen, genau. Und einfach mal ein Zeichen zu setzen, wir stehen für Einigkeit, Recht und Freiheit und wir stehen für dieses Vaterland. So, Bianca ist zu spät, macht nichts. So, ich habe noch mal eine Ansage zum Thema des Abgangs. Ich bitte euch, hier diese Richtung zu gehen, weil dort doch die Gegendemonstranten der nicht so freundlichen Antifa und des Schwarzen Blockes ist. Passt euch hier auf, geht am besten in Gruppen nach Hause und ich danke euch alle, dass ihr da wart. Hiermit beende ich diese Veranstaltung. Danke.